Hallo Freunde, willkommen im Tal der Verdammung. Ja, im letzten Part, da sind wir quasi dem Richter begegnet und aufgrund dieser Begegnung ins Wunderland zurückgezogen worden. Alter Falter. Das wird echt eine Höllenfahrt hier. Und ich wollte gleich zu Beginn mal gucken, ob wir hier schon mal wieder was upgraden können. 775, die Pfeffermühle, Vorpalklinge. Ich würde ja gerne mal die Vorpalklinge. Ja doch, soll ich mache jetzt mal. Zack. So, Vorpalklinge upgraden. Jo. Ich glaube, damit wird die noch schneller und schlitziger als zuvor. Und ja, dann wird als nächstes die Pfeffermühle und dann alles auf 3 und dann alles auf 4. Ja, können wir alles, ne? So, beenden. Und wir stürzen uns in die Verdammung. Mit einer Wasserpfeife. Also mal einen starken Zug nehmen hier. Ah, so gehört sich das. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis. Ich hoffte, du seist mutiger. Ach ja, wir sollen ja die Raupe treffen. Stimmt ja. Oh, da hätten wir rausgemusst. Da war unsere Ausfahrt. Ich möchte zurück. So. Hopp, hopp. Und bloß nicht von den Steinen erschlagen werden. Oder von diesen Viechern hier. Und du kommst auch noch dran. So, hat sich das wieder. Und da kommen wir hoch. Dann werden wir noch mal hoch da. So. Aber wo geht's weiter? Ich würde sagen, da oben ist I. Igidebe. Und da müssen wir hin, indem wir da drauf springen. Okay. System gereift. Raft. System geschafft. So. Und jetzt hab, hab. Und bam, bam, bam. Na, du hast noch nicht genug. Komm her. So, zack. Ich habe das Gefühl, da sind bestimmt wieder Viecher drin. Kein Viech. Kein Viech. Auch kein Viech. Ha, ist das selten. Sowas noch gibt. So, und nochmal einen starken Zug. Dieser schwadige Sims scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Ja, wir werden mal schauen. Ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, halb zugehört, weil ich gerade damit beschäftigt war, auf das schöne Messerchen hier umzusteigen. Ich glaube, die Klinge ist ein bisschen länger geworden und die Bewegungen sind ein bisschen schneller. So, wir wollen da hoch. Wo immer uns das hinführt, wir wollen da hoch. So. Lass mal hier rauf. Und dann geht's hier rauf. Und dann machen wir einen Zwischenstopp bei den Dingern. Oh Gott, wir haben. Nein, nein, das darf. Nein, das darf nicht sein. Ach, dann müssen wir von da. Ach nee, wir müssen von da aus. Tut mir leid, aber die möchte ich dann doch. Ich habe ja gesagt, so. So vollständig wie möglich möchte ich spielen. Sofern das klappt. Ne? Und ja, da werde ich jetzt diese kleine Flasche hier nicht auslassen. Wäre noch schöner. So, hopp, hopp, hopp. Und hopp, hopp, hopp. Und dann sind wir auch gleich schon wieder oben. Ist doch alles kein Problem. Hier, Alice kriegt das alles hin. Gehen wir wieder da hoch. Und dann gehen wir da hoch. Und dann springen wir dann mal da rüber. So. Und da ist ja noch so ein schönes Fläschchen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? Hm? Ich höre Geräusche. Alles, ey. Es ist ein Höllensturm. Zack. 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 Ich glaube, die macht jetzt auch allgemein mehr Damage, die Klinge. Eieieiei. Ich glaube, dieses glänzende rote Zeug ist für uns nicht so gesund. Wie für die Dinger. So, immer Vorsicht walten lassen. Was? Was? Ja, du hier, komm weg. Und du auch weg. Na, diese Peanuts. Damit halten wir uns auch nicht auf. So, und jetzt geht's darüber. Und dann geht's darüber.
Was ist denn das da? Ein Tisch. Ein Wendeltisch. Keine Wendeltreppe, sondern ein Wendeltisch. Eieiei. Ich erwarte gar Schreckliches. Auch wenn wir hier erstmal... Das sieht irgendwie brüchig aus. Da kommt bestimmt gleich irgendein Monster-Riesenviech raus. Oder so. Das erwarte ich jetzt zumindest von dem Spiel. Dass da irgendwas Fieses rauskommt. So. So, da ist nichts. Da ist auch gar nichts Auffälliges. Da ist irgendwas. Irgendwas in zwei Schlitzen und weiß ich was. Was ich mal gesehen habe, hier in dem Waffendingen, uns wird hier ja noch eine vierte Waffe versprochen. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Vielleicht ist es ja das Ding, was in der Mitte rumliegt. Könnt ihr mir schon fast vorstellen. Was haben wir denn da? Eine Teekanne oder Unkrautvernichter? Was ist das? Eine Teekanone. Spontan-Tee-Party schmeißen. Ein Volltreffer. Brandneu. Mit automatischem Dampfablassdeckel. Druckmesser im Ziffernblatt-Design. Oh ja. Schießt verheerende Teegranaten. Damit kann man arbeiten. Aus der verrückten Hutmacher-Manufaktur. Wir bedanken uns beim Hutmacher. Hochprobates Mittel bei Feindesgruppen. Jau. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto höher ist der Radius des Einschlags. Jau. Ganz schwache Strukturen aus der Ferne verstören. Das ist doch sehr schön. Okay. Aber wenn wir ganz schnell Damage machen wollen, dann nehmen wir... wo kann man... Achso, ach, nur hoch runter. Alles klar. Haha, Granatwerfer, ist das geil gemacht. Zack. So. Jetzt muss es mal aufgeladen werden. Na toll, na klar, na klar. Muss es auch gleich wieder am fiesesten Viech ever messen. Wow. Au, ja, gut. Zack. So, die Auswüchse sind schon mal... Ja gut, fast beseitigt. Möchte ich jetzt nicht sagen, aber... es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft. Zack. Geh weg. Mach dich weg. Du bist eklig. Du bist riesig. Ich sehe mich selbst nicht mehr. So. Wow, mit Flammenwerfer. Weg, 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 Alter! Monstrum, geh weg! Komm hier, jetzt kann ich hier so zack, 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 bam, 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 bam. Ja, ich dachte, das hätte mich aufgefressen oder so. Pack deinen Schädel aus! Wow! Wow, 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 wow! Oh, jetzt sind wir auf 1. Die Bombe lassen wir gleich noch da. Nein, es ist tot! So. Vergiss nicht, deine Zähne im Waffenmenü auszugeben. Haben wir gemacht. So. Jetzt haben wir gerade noch irgendwas anvisiert. Ich weiß zwar nicht was. Aber irgendwas war da. So, das können wir kaputt machen. Aber mich würde jetzt interessieren, ob wir mit der Theke... Obwohl, hier ist alles zu. Zurück können wir ja gar nicht mehr. Wir sind ja hier durchgekommen. Die Wand hätte mich dann noch interessiert. Aber naja, können wir jetzt da hoch? Ich würde da gern hoch. Naja, okay. Zack, so. Bam! Da ist noch was Kleines. Bam! Ach, da sind Rosen drin. Alles klar. Und so ein kleines Viech. Ja, so.
eben beseitigt, Leben aufgefrischt und weiter geht's. Überall fällt alles auseinander. Unfassbar. So, statt den Pötten und den Schnecken sind hier wohl vermehrt diese Verfallhäufchen. Na komm, du kriegst auch noch mit. So. Zack und zack und zack. Alles leer. Ich kann auch nicht arbeiten. Raupe macht Alice Angst, wenn das die Raupe sein soll, was ich stark vermute. Zähne, Zähne? Zähne, Zähne, Zähne? Ich könnte mich irren, aber ich meine hier irgendwo eine Schnauze zu hören. Bestimmt irre ich mich mal wieder. Das kann ich ja so gut. Es klingt schleimig und eklig und es kriecht da unten rum. Zack. Zack. Weggebärzt. So, und du dich mal mit der Kleinen. Reicht ja völlig. Und jetzt will ich da hoch. Alles klar, und Batz. Na, mein Kuli, das war nämlich die Sache mit dem Anwalt. Das war, glaube ich, gar nicht der Doktor. Katastrophen können alle Familien treffen, Miss Little. Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein. Und dasselbe gilt für ein überlebendes Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine. Damit verhärtet sich der Verdacht, dass wir schuld am Feuer sind. Aber warum? Aus welchem Motiv? Ich verstehe das nicht. Warum sollte Alice ihrer eigenen Familie sowas antun? Nein, so nicht. Man, da hat die doch nichts von. Die hat doch jetzt lebenslangen psychischen Schaden davon getragen. Es sei denn, dieser Widerspruch in ihr, dass sie ihre Familie ermordet hat, es aber irgendwie eigentlich gar nicht wollte, hat hier alles zugrunde gehen lassen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Naja. Fragen über Fragen, die nur eines Tages hoffentlich beantwortet werden mögen. Ja, ist mir gerade so ein... Hier fliegt alles rum. Mann. So, nochmal schön einen durchziehen. Achso. Natürlich. Zack. So, jetzt aber. Nochmal schön einen durchziehen. Komm, Alice, nimm einen starken Zug. Oh ja. Sieh nur, was aus meinem schönen Tal geworden ist. Ein riesiger Schrotthaufen. Sich mit der Zeit oft nicht zum Besseren. Nein, in diesem Fall auf keinen Fall. Was willst du denn hier? Geh weg. Kannst auch dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Alter, macht das Ding Damage. Na komm. Zack. Zack. Wow. Na komm. Zack, 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 zack. Drittes Face. Es geht doch. Es geht doch. So. Irgendwo noch was Verdächtiges? Wenn ich höre eine Schnauze, soll das wahrscheinlich heißen. So. Da drum. Kann ich das auch kaputt machen? Sieht fast so aus. Ich versuche mal kaputt zu hauen. Da geht es zur Katze. Wo soll denn bitte eine Schnauze sein? Hm? Schnäuzchen! Ach, da oben! Nein. Die Schnauze müssen gepfeffert werden.
Ah, okay. Das bringt uns schon mal weiter. Und da hinten war so jetzt rein gar nichts mehr. Ich will jetzt mal gerade ein Original wissen, wo ich lang muss. Aber ich sehe da hinten so eine Wasserpfeife, deswegen denke ich mal, wir dürfen jetzt erstmal hier lang gehen, um uns unseren Kram abzuholen und natürlich auch den Rad der Katze. Sofern das ein brauchbarer Rad ist, was ich stark bezweifle. Wir müssen uns einfach wegbomben. Kann natürlich auch sein, dass ich hier mit der Aktivität... Ja. Ach so. Ah. Das muss man mir auch erstmal sagen. Hilft das überhaupt? Oder macht das nur Grafikfehler? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwas scheint es zu bringen, aber was? Kann ich nicht sagen. Ich kann höchstens mal versuchen, den Radius zu erweitern. Und bam! Bringt nix. Ich soll ja noch zu Katze kommen, Mann! Da kann ich einfach durchlaufen. Wenn ich klein bin? Nö. So. Oder muss es auch gepfeffert werden? Und ist der Kopf da? Nein. Hier muss ich da doch. Bin ich blöd? Höchstwahrscheinlich. Bin ich ja immer. So, aber wir sollen noch. Da drin, Katze. Yo. Ist okay, was soll ich hier mit dem Dingen? Dass man nur richtig zielen muss. Da soll's hin. Es bringt einfach nichts. Ich weiß ja nicht mal, ob es irgendwas bringen soll. Ja, entspann ich noch ein bisschen. Zack. Zack. Es hilft nicht. Es hilft einfach nicht. Sorry, dass ich mich gerade so in der Tür aufhalte, aber naja. Oh, ich sehe gerade, es ist schon lange Zeit, den Park zu beenden. Ja, dann werden wir mal zusehen, ob ich hier vielleicht noch die Tür aufkriege. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.